Unabhängig davon, ob ein Temperaturregler analog oder digital aufgebaut ist, gibt es verschiedene Reglertypen. Die lernst du in diesem Video kennen. Zweipunktregler kennen nur ein oder aus, zum Beispiel klassische Raumthermostate, während Dreipunktregler noch einen neutralen Zwischenzustand abbilden können. Die Königsklasse sind die stetigen Regler. Stetige Regler haben das Ziel, den Sollwert möglichst schnell und ohne große Überschwinger zu erreichen und möglichst exakt und stabil zu halten. Die Grundtypen der stetigen Regler sind Proportionalregler, Integralregler und Differentialregler. Der Proportionalregler, auch P-Regler genannt, sorgt dafür, dass sich der Istwert möglichst schnell an den Sollwert annähert. Die Reglerausgangsgröße verläuft dabei proportional zur Regeldifferenz. Bei großer Differenz ist auch das Ausgangssignal des Reglers hoch, um die Differenz schnell auszugleichen. Ein Nachteil des P-Reglers ist die dauerhafte Regelabweichung, die nur durch die Kombination mit einem weiteren Regelalgorithmus, dem Integralregler, kompensiert werden kann. Der Integralregler, auch als I-Regler bezeichnet, gleicht die dauerhafte Regelabweichung aus, indem er die Regelabweichung über einen definierten Zeitraum integriert und daraus die Reglerausgangsgröße festlegt. Durch die Integrationsfunktion ist der I-Regler jedoch verhältnismäßig träge. Die Kombination von P- und I-Regler sorgt also dafür, dass eine große Regeldifferenz schnell ausgeglichen wird und der Sollwert ohne dauerhafte Regelabweichung erreicht werden kann. Schwierig wird es für einen solchen PI-Regler dann, wenn sich plötzlich oder gar schlagartig eine Regelabweichung ergibt, denn insbesondere bei geringen Abweichungen ist das Regelverhalten träge. Hier schafft die Kombination mit einem weiteren Regelalgorithmus, dem Differentialregler oder auch D-Regler, Abhilfe. Der Differentialalgorithmus dieses Reglers sorgt dafür, dass auch kleinste Abweichungen schnell kompensiert werden können. Der D-Regler alleine ist in der Praxis unbrauchbar, da er eine konstante Abweichung vom Sollwert nicht erkennt. In Kombination mit einem P- oder PI-Regler sorgt er aber für eine gute Reaktionsgeschwindigkeit. Das führt uns zum PID-Regler. Der PID-Regler kombiniert also die Algorithmen des P-, des I- und des D-Reglers, um eine schnelle Reaktion auf große und kleine Regeldifferenzen zu erzielen und eine dauerhafte Regelabweichung zu eliminieren. Die Charakteristiken der einzelnen Anteile P, I und D können über eine geeignete Parametrierung optimal auf die Regelaufgabe, also auf die sogenannte Regelstrecke, abgestimmt werden. Der PID-Regler ist damit der universellste klassische Regler. Ob P, PI, PD oder PID-Regler, damit der Temperaturregler seine Aufgabe optimal erfüllen kann, müssen die Regelparameter für die jeweilige Regelstrecke abgestimmt werden. Das geschieht entweder über Modelle, die die Regelstrecke abbilden, oder durch Ausprobieren nach dem klassischen Trial-and-Error-Verfahren. PID-Regler verfügen inzwischen aber meist über einen Selbstoptimierungsmodus. Die Parameter für die Regelstrecke werden hier also durch den Regler selbst ermittelt und im Betrieb kontinuierlich optimiert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und teile es fleißig. Klick auf unser Logo, um unseren Kanal zu abonnieren und auf die Videoeinblendung für mehr Videos von den Temperaturprofis. Außerdem wirf einen Blick auf unseren Blog, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.